Papi. Oh, Papi. Und damit, ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge von Luigi's Mansion 3. Ich hoffe, die erste Folge hat euch soweit gefallen und die Story konnte euch gut catchen. Und wir machen erstmal eine Lampe kaputt. Hier hinten sehe ich Geld, aber wir haben noch keinen Staubsauger. Ich hoffe, den gibt es auch in diesem Teil. Wie immer, das Game ist nicht blind für mich. Aber für euch, liebe Blind-Zuschauer, will ich natürlich nichts spoilern. Ihr seid alle herzlich willkommen. Da drin ist ein Edelstein. Ja, sehe ich. Da ist noch mehr Geld. Der Hund. Hör doch auf, uns die ganze Zeit zu erschrecken, Mann. Hier scheint es nach draußen zu gehen. By the way, hier steht immer Speichervorgang hinter mir. Sorry, dass ich das verdecke, aber ich glaube, das interessiert euch eh nicht. Cute. Wir haben auch eine Map irgendwie. Ich kann auch Mario rufen. Bevor wir durch die Tür gehen, schauen wir doch erstmal. Ich glaube, wir sind verpflichtet, durch die Tür zu gehen. Wir gehen durch die Tür. Ist ja gut. Wir gehen, ich glaube, wir müssen dem Hund hinterher. Ich glaube, das ist so das Ziel, dass wir dem Hund hinterher müssen. Ganz genau. Schaut mal, das Auto aus Luigi's Mansion 2, was ich nicht let's playen kann, weil der Emulator nicht funktioniert. Was da wohl drin ist. Wofür einen Motor, wenn man auch einen Staubsauger haben kann? Aha! Hoho! Hihi! Oh, wir lernen die Steuerung. A gedrückt halten, so wie im normalen Teil, um zu blitzen. Dann saugen natürlich mit den Schultertasten. Und natürlich gibt es auch noch die Taste fürs Pusten. Ganz, ganz wichtig. Und mit ZL und ZR gleichzeitig können wir den Druckstrampler machen. Um damit Gegenstände in der Umgebung wegzupusten, I guess. Hast du dir alles merken können? Aber natürlich. Ich wäre auch echt froh, wenn wir jetzt gleich direkt reinstarten können. Aber wenn der Staubsauger hier ist, heißt das auch, dass... Egal, machen wir weiter. Und da haben wir den Staubsauger. Und ich muss erstmal ganz kurz was an den Einstellungen ändern. Denn die Einstellungen sind meiner Meinung nach ein bisschen weird. Deswegen, ja. Machen wir es einfach so. Und die Helligkeit wird ein Stückchen nach unten geschraubt. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Es tut mir leid, aber das kann man erst ab diesem Punkt hier machen. Deswegen, ja. Jetzt können wir uns nämlich auch beim Saugen drehen tatsächlich, was eine krasse Erneuerung in diesem Spiel ist. Okay, andere Dinge können wir noch nicht tun. Wir können aber hier ein bisschen abheben. Warum das nicht gleich mal nutzen? Und die Maus aufsaugen. Und einen Goldbarren. Was wir für die 100% brauchen, erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt erstmal hier und wir gehen nach draußen. Let's go. Ja, das war's dann an der Stelle auch damit. Wo geht's hier hin? Hier können wir noch eine Truhe öffnen. Hier ist auch ein abgesperrter Bereich. Da kann man bestimmt hin. Da liegt noch ein bisschen Geld, das ich gerne hätte. Ach, das hier. Ja. Der Gyrosensor ist sehr empfindlich, ja. Ich merke schon. Na, Bewegungsstörung hin oder her fühle ich immer nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach draußen und gucken mal, wo wir so hingeführt werden. Hier ist ein Edelstein im Gemälde. Ah ja, vielleicht kriegen wir die Düsterlampe ja nachher und dann können wir das bestimmt befreien. Die Bilder sehen halt auch maximal creepy aus. Oh, Geld. Guys, das hier wird tatsächlich mein allererstes Kollege, 100% Let's Play auf diesem Kanal.
Deswegen freut euch darauf einfach schon. Was auch bedeutet, wir gehen hier ganz gemütlich und entspannt durch. Ich werde wahrscheinlich nicht darum herumkommen, ein, zwei Mal aus dem Internet nachzugucken. Aber macht euch darauf gefasst, dass wir gemütlich in 30 Minuten Folgen durchgehen. Was auch bedeutet, dass wir bald schon wieder am Ende der Folge sind. Oh, was ist das denn? Achso, der ist nur zum Türen öffnen. Okay, okay, okay. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Aber ich habe hier hinten eine Geldpflanze gesehen. Guys, wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, schenkt mir so einen Baum. Schenkt mir einen Baum, an dem Geld wächst. Das wäre zu nett von euch. Genau. Das Spiel speichert tatsächlich jedes Mal, wenn wir durch eine Tür gehen. Was bedeutet, das Spiel speichert alles, was wir tun. Was bedeutet, wenn das Spiel mal abstürzt. Wir sind nicht weiter als einen Raum entfernt. Das kann man nicht mehrmals aktivieren? Ah, okay. Da kann ich durch die Wand durchgucken. Richtig? Richtig. Oh, Geld. Und sonst nichts? Ja, doch, da ist noch mehr Geld. Und Goldbarren. Ja, da müssen wir irgendwie wohl hinkommen. An den Feuerlöscher können wir nicht. Doch! Nee. Wollte ich nicht. Weiter geht's. Geht's hier hinten weiter? Ja. Die Spinnenweben. Also abgesehen von denen hier, sehen die Spinnenweben echt krass aus. Da befindet sich eine Kiste und zwar... Oh, ganz viel Geld. Oh, habt ihr das Weiße gesehen? Das war eine Perle. Soviel ich weiß, gibt die, glaube ich, 100 oder 500. Kann ich euch nicht genau sagen. Wir werden es wahrscheinlich noch herausfinden. Oh, das erste schwere Hindernis, wie wir da wohl durchkommen. Indem wir beide Schultertasten drücken und die Vase somit dazu bringt, zu zerplatzen. Ich liebe dieses Detailreichtum. Wenn wir durch die Staubwolke laufen, fängt Luigi an zu niesen. Ich finde, das zeigt halt einfach die Detailliebe zum Game. Da unten ist ein Kristall, an den wir aber nicht kommen. Oder ein Edelstein. Es tut mir leid. Für Leute, die da im Game sind, die sich auskennen. Oh, hier ist das Licht gerade angegangen. Tut es mir natürlich maximal leid. Geld wird natürlich mitgenommen. Wir wissen zwar noch nicht wofür, aber man kann es ja mal mitnehmen. Es hat sich alles so verändert. Und damit kommen wir auch direkt zu unserem ersten Kampf. Und eine weitere Erneuerung ist, wir können Geister nun durch die Gegend feuern. Und sie damit ganz easy und einfach besiegen. Eine Frage an euch Hardcore-Fans da draußen habe ich noch. Was ist der Unterschied zwischen diesem leuchtenden blauen Geist, der in der Brust was Leuchtendes hat, und denen, die nicht leuchten? Die sind ja obviously, sehen die unterschiedlich aus. Gibt es da einen Unterschied in der Stärke oder so? Was wir auch tun können, wir können andere Geister, wenn wir es gut anstellen, treffen und sie sind damit auch geschockt, wie als hätten wir sie mit der Düsterlampe beleuchtet. Je besser das Timing, desto häufiger können wir sie auf den Boden klatschen. Für 7 Mal gibt es sogar ein Achievement. Also für 7 Mal einen Blauling. Oder wie auch immer die heißen. Das sieht aus wie eine Plattform. Ja, tut es wirklich. Was passiert, wenn ich mich da drauf stelle? Ich glaube, da können wir noch nicht hin. Hier gibt es auch ein paar Pumpkins. Oh, aber die können wir ballern und wisst ihr worauf? Auf Toad! Weil Toad immer Baba macht und das stört mich total. Es gibt ein bisschen Geld. Das gibt viel Geld. Das machen wir kurz bei allen. Ja, safe. Da war ein Schlüssel. Wir müssen da hoch. Ja, eins nach dem anderen, Wuffi, Hundi, wie auch immer. Ich hätte gern bitte noch einen Kürbis. Yeah. Hier. Und hier. So, da wird auch das Geld mitgenommen. Und sogar eine Perle. Hier, diese Perlen geben eben etwas mehr Geld, wie wir wissen. Wir haben jetzt schon über 1000. Oh mein Gott. So,
Steppen wir doch hier erstmal durch. Ah, ne, aufschießen, ganz genau. Hier gibt's was zum Anleuchten. Kann man ja mal machen. Und der erste Edelstein in unsere Tasche. Wunderbar. Wisst ihr, wie ihr mir Edelsteine in den Augen verschafft, wenn ihr auf diese Folge ein Like da lasst? Wenn euch das Ganze auch genauso gefällt wie mir. Das würde mich super, super unterstützen und massiv freuen. So, nehmen wir noch den Schlüssel mit. Jip, jip, hurra. Und steppen nach hier oben. Wo der Polterpinscher schon auf uns wartet. Warte, da links ist bestimmt auch noch was. Ja, da sehe ich noch ein Kristall hier. Oh, das Telefon klingelt. Da gehen wir doch mal ran. Schönen Tag noch. War angenehm. Ist das König Buhu, der da anruft? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht alles über dieses Spiel, okay? Steppen wir doch mal hier hindurch und schauen, was uns auf der anderen Seite hier erwarten tun tätet. Ja, ich bin da mal weg. Das ist Professor Igitt. Warum ist er in einem Gemälde eingesperrt? Das finde ich jetzt aber tatsächlich nicht so gut. Wir sollen da durch. Bedeutet das, dass Igitt uns dieses Spiel lang nicht begleiten wird? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich finde auch dieser Remix voll schön vom zweiten Teil. Und ich glaube, es ist die Musik aus dem ersten Teil. Warte, wir gucken erst, was hier rechts ist. Eins nach dem anderen. Das ist die Robe von Willkommann. Nee, ich will den großen Mantel weg haben. Denn hinter diesem wunderbaren Mantel verbirgt sich doch was. Und hier ist auch ein, ein Edelstein verbirgt sich dahinter tatsächlich. Da war ein Geldsack, der ein bisschen Geld für uns parat hält. Doch, kann man mal mitnehmen. Got it. Schauen wir uns mal weiter hier oben. Natürlich, ich habe das Spiel seit mindestens über einem Jahr nicht mehr gespielt. Deswegen judge mich bitte nicht, wenn ich nicht alles weiß. Und für die Blindspieler, ich fühle mit euch. Ah, da kommt Geld aus der Couch. Ich sehe da was hier hinten. Über den Spiegel sehe ich da was grün glitzernd leuchtendes. Das öffnet das Gemälde für uns und darin befindet sich Geld. Ein Schlüssel? Wie viele Schlüssel gibt's in diesem Game? Woho, yahoo, yes. Ah, yeah. Ganz genau. Ja, okay, gehen wir mal raus hier. Ich glaube, wir sollen hier nur den Schlüssel. Kommen wir durch das andere erst, wenn wir den Schlüssel. Ich glaube, nach uns wird gefahndet. Ist aber nur eine Vermutung. Den nehmen wir. Eins, zwei, drei, vier. Ah, schade. Wenn man nämlich die gegenseitig besiegt, durch aufeinander draufhauen, dafür gibt es auch ein Achievement. Und für alle Achievements kriegt man, glaube ich, ganz wack, ich glaube, eine goldene Lampe oder so. Das war's. Ja, gucken wir mal weiter hier. Oh, da ist doch glatt ein Essenswagen umgefallen. Da kommen wir leider nicht durch. Wer das wohl war? Ich glaube, das ist storytechnisch später noch relevant. Hier nach mir wird nicht gefahndet. Das täuscht. Eine Lüge. Wir steppen doch mal hier durch und schauen mal, was sich hier hinter befindet. Wunderbar. Tatsächlich, Tiere zu blenden, ist tatsächlich einfacher, wie sie einzusaugen. Ist hier irgendwas? Ein Sparschwein! Das wird gegen die Wand geschossen. Das zersplittert zu Geld. Ist sogar eine Perle drin. Ey, das ist so maximal rewarding. Also sich hier umzugucken in dem Spiel lohnt sich, Guys.
Kann man das hier nicht abziehen? Das sieht voll so aus. Ja, doch. Ein Sessel mit Goldbarren drauf. Habe ich auch zu Hause. Habt ihr keinen Sessel mit Goldbarren zu Hause? Tja, Geringverdiener. Was befindet sich darin? Zettel und... Die Düsterlampe. Ich glaube, ich überspiele das Ganze hier ein bisschen. Gut, hier bekommen wir die Düsterlampe. Wunderbar. Und ich hoffe einfach, für alle die, die hier sind, haben auch den ersten und zweiten Teil gesehen. Deswegen, genau. Wir können damit aus Gemälden Dinge befreien. Ganz genau. Was halt, ich sag mal so zu 80% benötigt wird für Secrets etc. Da war eine goldene Spinne, die gibt tatsächlich massiv viel Geld. Aber wir sollten uns beeilen, denn ein gewisser Herr Dr. Professor Igitt wartet. Hier sieht es aus, als fehlt eine Pflanze. Hätte ja sein können. Das sind nämlich auch unsichtbare Gegenstände, die man damit finden kann. Stimmt, das habe ich gar nicht erklärt. So, befreien wir unseren Kollegen doch mal. Ah, Luigi. Da haben wir dich doch. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber schnell die Flucht. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es mit dir nicht, Luigi. Also gut. Ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Immanuel Igitt, kurz gesprochen auch Igitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreckweg, FLU, den du da trägst, den hast du doch aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, zur Tiefgarage. Quick, to the Batmobile. Let's go. Wir können uns jetzt ein bisschen genauer hier umgucken. Und ich sehe hier doch schon was. Da öffnet sich ein Weg für uns, den ich gar nicht kannte. Da befindet sich ein weiteres Juwel. Für die 100% natürlich wichtig. Ach ja. Wenn ihr nichts weiteres davon hier verpassen wollt, müsst ihr den Kanal abonnieren. Das ist kostenlos. Das freut mich. Und ihr werdet immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Sei es Luigi's Mansion oder auch andere Dinge. Seid da auf jeden Fall gespannt drauf. Es bleibt spannend. Ich bin so ein krasser Kommentator. Ich sehe mich da schon. Hey Luigi, sieh dir das da drüben mal an. Ich sehe, Igitt ist ein Profiläufer. Schaut euch das an. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Schaut euch an, wie Igitt laufen kann. Zu gut. Was befindet sich hier hinter? Oh, der Edelstein, den wir schon gerade gefunden haben. That was creepy. Oh, da ist sie. Oh, wunderbar. Oh, wir können Igitt ansaugen. Der verliert dann fast seine Brille. Können wir noch blenden? Es ist so ein gutes Spiel, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist so gut. Es ist so gut. Okay. Mit 3000 Geld innerhalb von 20 Minuten, würde ich sagen, steppen wir direkt mal zum Aufzug. Und schauen uns das Ganze mal an. Warum haben wir den vorher eigentlich nicht genommen? War der vorher irgendwie verspätet? Luigi, sieh mal, das ist Geld und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man trotz aller Gefahren nicht ignorieren sollte. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen. Also Leute, wenn ihr Geld auf der Straße findet, dann lasst das liegen. Oder nehmt es mit für Igitt, aber ihr selber, ihr braucht ja kein Geld. Igitt ist schon so ein bisschen egoistisch. So, fahren wir hinunter.
Was zum... Da hat jemand alle Aufzugknöpfe entfernt. Bis auf einen einzigen... Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir uns wohl auch noch später widmen. Jetzt drückt du erstmal den Aufzugknopf B1. Und da fahren wir auch schon nach unten. Es hatte nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten. So, wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegenden Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts. Wir werden die Aufzugknöpfe benötigen. Das scheint doch mal eine gute Idee zu sein, um weiterzukommen wahrscheinlich. So. Ja, wieso konnten wir... Ach, weil der Aufzug ja nur nach B1 fährt und nicht nach oben. Obviously. Und das Treppenhaus war ja zuge... oder kaputt sogar. Hör auf, mich auszulachen. Ich, der heilige MVP. Ja. Nehmen wir gerade den nächsten Edelstein mit. Warum nicht? Heute ist die Folge der Edelsteine. Ich sag's euch. Ist wunderbar. Wir werden immer zum... wenn wir mit einer Etage fertig sind, vermutlich eine Etage pro Folge, vielleicht auch mal mehr. Und dann werde ich mich natürlich auf die Suche der Edelsteine begeben und das dann in der nächsten Folge am Anfang reinschneiden. Ganz genau. Willkommen. Er scheint uns mit... Warum bin ich wieder da? Er scheint uns auf jeden Fall mit Koffern zu bewerfen. 250 Leben hat der Gute. Schön gegenhalten, gegenhalten. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5. 5-mal stabil. Ah, da hat jemand schon... Oh... Wunderbar. Und 1 und 2 und 3. Und down. Hinfort mit ihm. Das, was hier aussieht wie Schmelzsicherungen, sind tatsächlich Aufzugknöpfe. Oho, das sind definitiv Aufzugknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist die stibitzt hat? Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo noch weitere Geister sind, die die restlichen Knöpfe haben? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Same, Luigi, same. Ja, schauen wir doch mal hier rein. Willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust,
sicher, klimatisiert. Was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Du willst wissen, warum ich im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier, die kurze Version. Man hat mich reingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als die Inhaberin des Hotels ausgab. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus ganzer Welt besitze. Natürlich könnte kein Geisterforscher, der was auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an, doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Ah, damit sind doch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hattest. Auch König Buhu. Dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist, musst du wissen. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Ah, diese Hotelinhaberin. Was hat sie nur angerichtet? Luigi, jetzt ist es... Du bist unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich. Gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Ah ja, wie im zweiten Teil auch werden uns die Geister aus dem Schreck weg herausgesaugt. So weit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk immer daran, im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich. Du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis zum letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner desto großartigsten Erfindungen. Ich nenne sie Virtual Boo. Oder kurz VB. Ganz kurzer Zwischenfakt. Der Virtual Boo ist eine Anspielung an den Virtual Boy, ein VR-Headset von Nintendo, was mittlerweile schon ewig alt ist und kein Mensch kennt, weil es grauenhaft schlecht war. Und hier jetzt halt lustig aufgezogen mit Virtual Boo anstatt Boy. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtuelle Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Wart's ab, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin. Dann wird sich der Virtual Boo wie ein warmes Semmel verkaufen. Über den Virtual Boo kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf den Virtual Boy zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgaben du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich hab noch was für dich. Dieses Detektografen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Ja. Genau, in die Galerie würde ich jetzt erstmal nicht gucken. Das ist, glaube ich, was man zum Schluss nochmal machen sollte. So, nun sind wir hier und können uns frei bewegen. Hier wird natürlich erstmal gelootet ein bisschen. Oh, lol. Das war unerwartet. Leute, Hashtag Folge der Edelsteine zusammengeschrieben in die Kommentare. Oben rechts haben wir die Minimap, die wir auch größer machen können. Mit hoch und runter. Pfeiltaste hoch und runter. Da können wir immer so ungefähr sehen, wo wir uns gerade befinden. Und wie weit der ganze Spaß hier noch geht. Genau, das hier ist jetzt die Ansicht vom Virtual Boy. Hier haben wir auch eine komplette Karte und Übersicht unserer aktuellen Dings. Aber ich glaube, das erklärt uns Igitt gleich noch. Deswegen ist es, glaube ich, unnötig, wenn ich darüber jetzt noch weitere Worte verliere. Ich glaube tatsächlich, hier unten gibt es für uns nicht mehr viel zu erledigen. Wir sollten schnell zum Aufzug und schleunigst gucken, wie wir weiterkommen. Vermutlich einfach die... Oh ja, ich weiß nicht, wann das introduced wird. Wir können Pömpel schießen. Und mit den Pömpeln dann Sachen umwerfen.
Das wird im Spiel gar nicht erklärt. Das soll man selber herausfinden, glaube ich. Weird. Ich würde sagen, wir bringen mal die Aufzugknöpfe da an. Oh, und den Detektografen. Hallo Luigi, diese Installation ist offensichtlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann. Nun, er speichert, welche Etagen der Aufzug erreichen kann und sammelt auch Daten über sie. Er extrahiert Daten. Extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Hey, nimm doch mal die Aufzugknöpfe, die du ergattert hast, und setze sie in das Panel ein. Aha. Oh yeah. Here we go. Oh. Nummer 1 und Nummer 5. Natürlich chronologisch, wie man auch zählen würde. Und schon kannst du die Karte einer neuen Etage aufrufen. Ich habe noch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät mit dem Virtual Boy vernetzt. Die Kartendaten werden immer gleich in dem VB übertragen, sodass du die Karte jederzeit und überall ansehen kannst. Ich glaube, ich sage tatsächlich VB, weil das einfacher ist. Wenn du die Karte einer Etage vom VB-Menü aus öffnest, werden mehr Details angezeigt. Vergiss das nicht, ja? Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie geradezu unerlässlich. Bei deinen Erkundungen des Hotels solltest du stets deine Prioritäten gehören, Aufzugknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mit Hilfe dieser Knöpfe noch unerforschte Etagen erreichen und vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Na, noch eine kurze Sache, bevor du losgehst, Luigi. Wir sollten noch die Kommunikation über den Virtual Boy ausprobieren. Öffne mit Hilfe von Plus den Virtual Boy und wähle mit Igitt sprechen. Ein Kinderspiel, also los, Luigi. Das tun wir doch direkt. Test, Test, 1, 2, 3. Hier spricht Igitt, das größte Genie hier vor Ort. Ich bin laut und deutlich zu verstehen, hoffe ich doch. Fantastisch. Die Kommunikation mit dem Virtual Boy funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Test gerade, Luigi. Nutz das ruhig in manchen Fällen. In manch schwieriger Situation weiß ich womöglich Rat. Noch was. Mit Hilfe des Virtual Boys kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit abrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich dir diese Option anbieten. So weit, so gut. Das Testen meiner Erfindung macht ja Spaß. Aber es gibt noch viel Arbeit. Ich hätte auch gleich einen Auftrag für dich. Du kannst ja jetzt mit dem Aufzug Etage 5 erreichen, nicht wahr? Auf der Etage war mein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer. Den musst du mir unbedingt besorgen, Luigi. Meine Zimmernummer war... Ah, verflixt. Welches Zimmer hatte ich denn noch? Naja, egal. Du hast ja eine Karte und auf der kannst du ja nachsehen. Viel Glück, Luigi. Versuch lebendig zurückzukehren. Okay, ganz genau. Und auf Etage 5 warten die VIP-Zimmer. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Channel, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.